Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die Streckenbetreiber von Spa-Francorchamps haben bestätigt, dass sie die Auslaufzone rechts neben Redillon, wo der Horrorcrash mit Hubert und Correa war, mit Kies ersetzen wollen. Das Ganze soll 2022 abgeschlossen sein. Doch ein Problem gibt es. Die Boxengassenausfahrt der WEC ist genau dort, wo der Crash stattfand, was also nicht ersetzt werden kann. Wie würdet ihr diese Situation lösen? Schreibt es mal in die Kommentare. Honda verpasst Verstappen und Gasly den neuen Spec 4 Motor, was bedeutet, dass die beiden Piloten Strafen bekommen und die beiden am Sonntag vom Ende des Feldes starten werden. Wenn 2021 die Regeländerung kommt, soll es noch etwas Informatives am Boliden geben. 6 LED-Panels sollen am Boliden installiert werden, um den Zuschauern noch mehr Informationen zu vermitteln. 2 Panels auf der Motorenabdeckung links und rechts und 4 in den, und jetzt Achtung, Felgen. Meinung zu dieser möglichen Neuerung in die Kommentare. Italien wird weiterhin im Formel 1 Kalender bleiben. Der neue Vertrag gilt bis einschließlich 2024 und wurde gestern von Chase Carey und John Todt unterzeichnet. 2020 oder vielleicht auch erst 2021 könnte es möglicherweise zu einer Alternative zu den Startplatzstrafen kommen, da die Formel 1 Verantwortlichen mittlerweile eingesehen haben, dass das nicht so weitergehen kann. Im Raum stehen 3 Vorschläge: Ballastgewichte, Einschränkungen beim Sprit oder auch Geldstrafen, welche 2021 wegen der Budgetobergrenze besonders teuer werden können. Kommen wir zu Mikes Meinung. In Belgien könnte ich mir entweder rechts neben dem zukünftigen Kiesbett eine Boxenausfahrt vorstellen, die man dort errichtet und die direkt auf die Camel Straight führt, oder, und jetzt haltet mich nicht für verrückt, ein Tunnelprinzip wie zum Beispiel in Abu Dhabi, der auch auf die Camel Straight führt, und zwar links. Aber das ist nur so eine Schnapsidee von mir. Infos per Panel an der Motorabdeckung? Okay, von mir aus. Aber in den Felgen? Wie kommt man denn auf so eine irre Idee? Das müsste mir derjenige echt mal erklären. Ich finde es spitze, dass Italien bleibt, da es eine besondere Strecke mit viel Geschichte ist und ich mir einen Formel-1-Rennkalender ohne eine absolute Hochgeschwindigkeitsstrecke wie Monza überhaupt nicht vorstellen kann. Ich bin, was die Startplatzstrafen-Varianten angeht, mal wirklich gespannt, wie die das am besten lösen wollen. Aber Ballastgewichte würden ja voll auf den Sprit gehen, was meiner Meinung nach kein guter Vorschlag ist. Dann müsste man ja fast die ganze Zeit lang Sprit sparen und man wäre auch noch langsamer als die Konkurrenten. Kommen wir zum Community-Kommentar. PhilPlays hat folgenden Kommentar unter mein Hülkenberg-Video geschrieben. Wenn ich Hülkenberg wäre, würde ich alle Karten auf Red Bull setzen, weil ganz ehrlich, hätte man wirklich noch Motivation, in ein Mittelfeldteam zu fahren, um weiterhin nur um Punkte zu kämpfen? Haas und Alfa Romeo wären nur ein Rückschritt, währenddessen Red Bull ein Sprung wäre und vielleicht kann Hülkenbergs Erfahrung helfen, das Auto noch besser zu entwickeln. Zumal Red Bull weiß, wie gut Ricardo ist und man jetzt einen Vergleich zwischen Hülkenberg und Ricardo hat, um ihn besser einschätzen zu können. Albon muss mich überzeugen in den nächsten Rennen, denn in Belgien hatte er keinen Druck bekommen vom Team. Da wusste er genau, dass er nur gewinnen konnte. Auf jeden Fall ein sehr guter Kommentar, aber ich sehe das Ganze wie folgt. Die Wahrscheinlichkeit, zu Red Bull zu wechseln, ist äußerst gering, gar keine Frage. Aber ich meine gehört zu haben, dass dieser Wechsel zu denen so gut wie vom Tisch ist. Die einzige Hoffnung, die er hat, ist die, dass die Red Bull eigenen Fahrer nicht überzeugen können und er mit seiner jahrelangen Erfahrung punkten kann. Nur dann sehe ich eine Chance. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.